So, Matla, was mit dir? Bist du heute die Fotografin? Nö, du hast keine Ohrringe an, du hast gesagt, du ziehst Ohrringe an. Ja, ja. Leg die Kamera mal bitte hier hin. Ja. Wo hast du überhaupt deine Ohrringe? Ist gedrückt, ist aus? Weiß nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, ihr Lieben. Heute ist es ein etwas schwierigeres Thema. Es geht nämlich um das Thema Abschied. Wie ihr wisst, mögen wir Menschen gerne Beständigkeit. Wir mögen gerne, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Zu Geburtstagen wünschen wir uns, dass man sich so bleibt, wie man bereits ist. Veränderung ist nicht so das, was der Mensch gerne mag, weil es bedeutet, sich auf neue Situationen einzustellen. Aber dennoch kommt ab und an der Zeitpunkt im Leben, wo sich etwas ändert, ändern muss, wo Entscheidungen getroffen werden wollen, müssen. Und ja, man vielleicht auch diesen lieben Fleck Erde, Zypern, den wir so lieb gewonnen haben, dass man den verlassen muss. Geht natürlich nicht nur uns so, sondern es geht auch den einen oder anderen hier in unserer deutschen Community so. Und so war es dann auch, dass vor einigen Wochen unsere Freunde Nadine und Kevin die Entscheidung getroffen haben, Zypern wieder zu verlassen in Richtung Deutschland. Sie haben ihre eigenen Gründe dafür. Mathilda versucht, die auch rauszubekommen. In erster Linie geht es aber darum, dass meistens die Familie einen irgendwo dorthin zieht und man nicht alles im Leben kontrollieren kann. Und so haben wir dann zumindest noch eine brachiale Abschiedsfeier hier gefeiert. Mit dem Versprechen, dass wenn sie dann im nächsten Jahr wieder zurückziehen, dass wir alle helfen. Dafür haben wir uns committed und auch ein entsprechendes T-Shirt aufbereitet. Und ja, Katrin hat versucht, den Tag so ein bisschen mitzunehmen, mit der Kamera aufzufangen, Emotionen. Es gestaltete sich ein bisschen schwierig, weil es sehr dunkel wurde, sehr laut war durch den DJ, der mit dabei war. Und deshalb ist das Video ein bisschen zurechtgestückelt, möchte ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz wollten wir euch unbedingt einen Eindruck davon geben, wie diese deutsche Community hier auf Zypern extrem zusammengewachsen ist, wie die zusammenhalten, wie die sich unterstützen. Egal, ob jemand dazukommt, in die Community aufgenommen wird oder ob jemand eben auch hier wieder zurückgeht. Und ohne jetzt noch viel weiter zu quatschen, greift oder taucht mal einfach ein in diese Community, in dieses Feeling, wie es hier ist auf Zypern, mit ein paar Stimmen, die Katrin eingefangen hat. Und dann hoffen wir, dass wenn es bei uns irgendwann mal soweit ist, dass wir auch Zypern verlassen, denn wir merken, dass wir nicht für ewig dafür bestimmt sind, hier auf Zypern zu bleiben, dass wir ebenfalls so einen Abschied dann irgendwann in Zukunft feiern dürfen. Waschbrett. Er ist es. Er ist es. Kannst du uns nur noch eine Frage sagen? Ja. Warum? Warum? Das ist so eine komplexe Frage, da müsste ich jetzt stundenlang erzählen, glaube ich. Ja, dann erzähl mal stundenlang. Also die wichtigsten Punkte: Familie, Haus in Deutschland, Probleme mit dem Haus in Deutschland. Dann verkauf's einfach. Party von Kevin und Nadine angekommen und ich werde jetzt einfach ein bisschen rumgehen und ich zeige euch jetzt auch gleich mal, siehst du nicht, hier, Rico versucht mir so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Ich werde jetzt gleich mal so ein bisschen rumgehen, damit ihr die Leute hier alle ein bisschen kennenlernt und mit wem wir hier die ganze Zeit eigentlich abhängen. Sie möchte übrigens Zypern verlassen. Da ist sie. Ja, guck mal diesen traurigen Blick, seht ihr diesen traurigen Blick? Dieser traurige Blick sagt eigentlich, mein Herz weint, ich will gar nicht weg. Die deutsche Community hier aus. Die deutsche Community ist sehr, sehr offen, feiert fast jedes Wochenende eine Party. Wer ist dafür verantwortlich? Manchmal ich, aber manchmal nicht ich. Immer weil du? Die Leute verabschieden sich ja. Manchmal machen sie Abschiedspartys, manchmal machen sie Einweihungspartys, Geburtstagspartys, Geburtstagsparty von den Kindern, von dem Mann. Also hier ist jede Woche busy, busy. Macht die deutsche Community aus. Dass wir Deutsch sprechen. Und was noch? Dass wir brutal zusammenhalten, jeder für jeden einsteht, jeder für den anderen immer da ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dass ich so einen Zusammenhalt wie hier ganz selten in meinem Leben erlebt habe.
super viel Hilfsbereitschaft, ganz viel Lachen und einfach schöne Ereignisse zusammen. Alles so herzlich und haben uns gleich so toll willkommen geheißen und ich fühle mich wirklich wie zu Hause hier. Also, die sind hier die Familie, die wir hier nicht haben. Die helfen wir uns immer. Die veranstalten ganz viel für unsere Kinder. Die sind wirklich richtig wert. Also wenn man Hilfe braucht, ich persönlich, ich rufe meinen Nachbar, ich rufe den Rico, die Katrin und alle sind dabei mit Kartonumzugautos. Und ich kann bestätigen, dass wenn man einen Umzug auf Zypern hat, man braucht keine Firma, dich zu helfen, die deutsche Community macht das für dich. Einfach genial, weil hier auf der Insel gibt es nur Energiespendermenschen. Es gibt keine Energiesauger. Ihr müsst nicht da zusammenstehen. Wie ist denn das Bild, der Bildausschnitt? Da gehe ich gar nicht mehr drauf. Da. Alter. Wir sind da gar nicht drauf. Warum Zypern? Wo soll ich denn hingucken? Dahin, oder? Zu mir. Hallo Katrin. Hi Katrin. Hi. Also ich wollte ja schon weggehen, aber dann... wir wurden überfallen so ein bisschen. Ja, da habe ich Katrin und Stefan hier gesehen und mit Stefan die Rallye gefahren und deswegen bin ich jetzt hier geblieben, weil das einfach der beste Fahrer ist, den es hier gibt. Und ich bin dann einfach... Der spinnt. Und ich bin dann einfach gefolgt, die waren so schön alle. Ja, ja, die sehen einfach so geil aus. Ich folge schönen Menschen. Ja. Danke. Das muss Warum Zypern? Komm, eine Sache noch. Giuseppe, warum Zypern? Mach doch mal so einen Schwenk. Ja, genau. Zeig doch mal, warum. Deswegen. Den Pool. Das Meer. Du musst doch anzoomen jetzt. Das Wetter ist gut. Ich mag Sonne. Ja? Ich mag den ganzen Tag barfuß laufen. Und das ganze Jahr über. Wie ihr seht, hat der Mann recht. Er läuft wirklich immer barfuß. Warum Zypern? Es ist auf jeden Fall wärmer als Österreich. Viel wärmer als Österreich. Es ist nicht so nass. Hier sprechen die Deutschen mehr hoch, die Leute mehr hochdeutsch. Ja, also es sind schon sehr viele Deutsche hier, das ist vielleicht ein Nachteil, aber grundsätzlich nicht schlecht. Weil hier so viele nette Leute sind und wir uns hier wohlfühlen. Gell, Maila? Ja. Weil es Jahreszeiten hat. Hat man gerade, gell? Ja, ernsthaft, ja, ich brauche Jahreszeiten. Ich kann auf keiner Insel leben, wo es nur warm ist. Guck mal, ich freue mich voll, dass ich heute eine lange Hose anziehen konnte. Da bin ich voll glücklich. Eben gerade hatte ich Florian vor der Kamera und er sagt, ja, weil ich das ganze Jahr über Barfuß laufen kann. Da, echt? Da passt das nicht. Nee, ich trage Stiefel hier im Winter. Ja, er nicht? Okay. Ja. Ne, Flo, nee. Warum Zypern? Weil die machen so tolle Augenbrauen hier. Wir haben 310 Tage Sonne. Wir haben ein freies Leben. Wir genießen das Leben, wir wollen frei sein und etwas anderes sehen. Mir hat es immer vor einer Situation gegraut. Und das sind Situationen, zu Anlässen sprechen zu müssen, die traurig sind. Ich habe immer Angst gehabt davor, dass irgendwann mal das Telefon klingelt und mich jemand anruft und sagt, ich muss auf irgendeiner Beerdigung sprechen zum Beispiel. Als ihr vor anderthalb Jahren hier angekommen seid, habt ihr das echt klasse gemacht. Ihr habt so die ersten Wochen versucht, euch so echt unter dem Radar zu halten und seid nicht so wirklich aufgetaucht. Es munkelte so, es fährt einer mit einem Porsche durch Payer. Neue Millionäre sind nach Payer gezogen. Passt auf euch auf, lebt wohl, kommt wieder vielleicht. Und ich glaube, dass nicht wenige nachher am Gartenzaun den einen oder anderen von euch beiden in den Arm nehmen und Tränen in den Augen haben werden. Das eigentliche Geschenk, was wir alle euch schenken wollten, wären zwei einzelne Geschenke gewesen. Also jeder von euch hätte etwas bekommen, was er verdient hat. Nadine, was du verdient hast, haben sie uns nicht verkauft. Nadine, was du verdient hast, ist deine Familie. Und wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um deine Schwester hier heute Abend da zu haben. Die musste aber im letzten Moment absagen, aufgrund der Tatsache, dass sie auf deine Mama aufpassen muss. Deswegen ist sie heute Abend leider nicht hier. Aber die hättest du verdient gehabt heute Abend. Okay.
Zu viele Grüne in Deutschland. Ernsthaft? Ernsthaft. Und noch? Viele freundliche Leute hier. Oh, in der Tat. Sportmachende Leute. Ja, die auch. Aber die sind manchmal etwas anstrengend. Ich weiß gar nicht, wen er meint. Ich auch nicht, keine Ahnung. Wir wollten noch über unser neuestes Patent sprechen. Naja, genau. Also er kann eigentlich, auf die, eigentlich also wollte ich ja sagen, wir produzieren Muschipumpen. Aber piep, Stefan, an dieser Stelle bitte rausschneiden. Genau, und wir haben aber ein anderes Patent entwickelt. Das haben wir eben gerade schnell zu Papier gebracht. Ja, welches denn? Ein Muschi-Verengungstool. Wir beenden diesen Vlog an dieser Stelle.